Hallo, liebe Community und herzlich willkommen zu einem weiteren Nachgedacht vom Ollen Krömer. Heute soll es um das Thema Lootboxen gehen. Und wie ist denn so die allgemeine Meinung eigentlich zum Thema Lootboxen da draußen? Also ich finde, was soll ich jetzt sagen, also Battlefront und so hat natürlich den Vogel abgeschossen, hat ja jeder mitbekommen. Lootboxen und Pay-to-Win gibt es halt schon seit, keine Ahnung, Ewigkeiten. Solange es halt kosmetisch ist, ist mir scheißegal, sobald es irgendwie ein Spiel eingreift, es sei denn, also zum Beispiel bei Heroes of the Storm, ne, hast du halt Loot, hast du halt so XP-Boosts, die gibt's bei League of Legends, die gibt's überall, es ist halt okay, weil nicht jeder die Zeit hat, so viel zu grinden, ne, so, aber trotzdem irgendwie Max-Level werden will, ich habe keine Ahnung. Ich denke aber, dass Lootboxen das Spiel... Prinzip und das Spiel Zusammensein Stück für Stück kaputt machen, vor allem gerade durch EA. Das stammt vom verehrten Kerak von Bonjour und wurde beim Hearthstone-Event aufgenommen. Ja, das hier ist wohl so die gängigste Meinung von allen, die ich absolut legitim und nachvollziehbar finde. Frei nach dem Motto, lass die Noobs doch irgendwie die schönen Skins und so weiter kaufen, solange ich vernünftig spielen kann und es kein Pay-to-Win ist und diese Leute, die Geld im Computerspiel ausgeben oder extra Geld, keinen direkten Vorteil haben, ist für mich doch alles okay eigentlich. Ja, das Thema Lootboxen ist im Moment sehr kontrovers und in aller Munde und es betrifft auch Blizzard, wobei meiner Ansicht nach Blizzard nicht mal die schlimmsten sind, aber Fakt ist, dass Blizzard mit Mikrotransaktionen schon momentan ganz schön viel Geld scheffelt. Was sagen eigentlich die Offiziellen von Blizzard zu der Thematik? So lootboxes are a really big topic, and it's been an important topic in the community right now, and it's an important topic at Blizzard as well. So we're doing a lot of discussion to try and figure out what the best steps forward are for Blizzard as a company, for the Hearthstone team in particular, and so that's all stuff that's very much ongoing, and we're trying to figure out the right direction to take it. Das war übrigens ein Game Designer von Hearthstone. Und ja, das ist natürlich sehr allgemein formuliert und sehr ausweichend, und wenn man dann mal direkt nachhakt, wird man auch schnell ganz schön pissig. That's the answer I'm gonna give. That's the answer I'm gonna give. Meine Meinung zu dem Thema habt ihr schon oft genug gehört und die ist relativ klar. Ich verurteile Lootboxen und bin strikt dagegen. Damit bin ich auch schon oft genug angeeckt. Natürlich kann man sagen, okay, lass die Leute doch ihr Geld ausgeben. Ich habe ja keinen direkten Nachteil dadurch, zum Beispiel bei Blizzard Games, weil es überwiegend optische Sachen sind. Schaut man aber mal ein bisschen weiter, ist das ganze Problem an diesen Lootboxen eigentlich gar nicht, dass sie nicht ins Spiel eingreifen oder ob sie ins Spiel eingreifen, sondern der soziale Aspekt dieser ganzen Sache. Weil was viele dabei nicht sehen, ist, dass Lootboxen schon ein gewisses Suchtpotenzial erfüllen. Das heißt, Leute, die für sowas anfällig sind, geben extrem viel Geld dafür aus, um irgendwie an dieses spezielle Item zu kommen oder an diesen speziellen Skin zu kommen, ja? Das heißt, irgendwie, gerade wenn man jung ist und Papas Kreditkarte hat oder so, kauft man sich Lootboxen. Und wenn man dann dieses Erfolgserlebnis hat, dass irgendwie ein besonderer Skin oder etwas ganz Besonderes, Seltenes drin ist, dann werden Glückshormone ausgeschüttet und man kann dann auch süchtig nach diesem Kick werden. Also ich denke, man kann da durchaus unterschiedliche Meinungen zu der Thematik haben, aber abstreiten, dass Lootboxen ein gewisses Suchtpotenzial haben, wird keiner, der dieser Materie neutral gegenübersteht, abstreiten. Wenn ich mit Freunden oder Bekannten oder im Internet über dieses Thema diskutiere, gibt es immer sehr viel Feedback, sehr viel kontroverses Feedback, wo viele Leute einfach sagen, stell dich doch nicht so an, Krömer, du musst die Boxen ja nicht kaufen und du hast ja keinen Nachteil dadurch und so weiter. Und es wird auch immer wieder hinzugefügt, dass das ja mittlerweile nötig ist, weil man müsste sich ja refinanzieren als große Softwarefirma und die Teams wären ja auch so groß und es wäre viel teurer, heutzutage Computerspiele zu machen. Dem würde ich widersprechen, weil in letzter Zeit haben wir immer wieder Projekte gesehen von Leuten, die ein ganz kleines Team haben und sehr, sehr gute Spiele machen. Das Hearthstone-Team soll ja auch nicht sehr groß sein. In diesem Sommer möchte ich einfach an Stardew Valley erinnern, was eine einzige Person gemacht hat, was ein riesen Indie-Hit war. Also diese Argumentation, dass man, um ein gutes Spiel zu machen, ein riesen Team braucht, würde ich stark anzweifeln. Man kann natürlich auch anders argumentieren und kann einfach sagen, ja, vielleicht liegt es ja heutzutage auch daran, dass die Teams so groß sind, dass man einfach so viele Leute für Mikrotransaktionen abstellen muss. Das heißt, irgendwann müssen ja auch die ganzen Skins und die ganzen Karten oder die ganzen Boni oder was, vor allem die optischen Sachen müssen natürlich auch designt werden. Das heißt, ja, dann verkleinert doch einfach euer Team und lasst diesen ganzen Mikrotransaktionskram weg und dann könnt ihr auch wieder eure Rechnungen bezahlen.
Aber wenn man ganz ehrlich ist, geht es darum auch fast gar nicht mehr. Sondern in diesem Zeitalter, in dem wir sind, wo Gaming halt überhaupt keine Nische mehr ist, sondern irgendwie von den Verkaufszahlen her auch Hollywood-Filme schlägt und die ganzen großen Publisher und Entwickler halt teilweise an der Börse sind, geht es halt um Gewinnmaximierung und den maximalen Umsatz. Ja? Und das geht nicht nur Blizzard so, sondern das ist besonders bei dem Enfant Terrible der Gaming-Szene, nämlich Electronic Arts, steht jetzt ganz groß im Vordergrund. Und das macht mich persönlich auch so ein bisschen mad, ne? Dass irgendwie die Subkultur Gaming und dieser einzige Geheimtipp mittlerweile eine Größe erreicht hat, was ja eigentlich positiv ist. Aber ja, dass unser Gaming quasi von irgendwelchen Wirtschaftsbossen und Leute, die auf Gewinnmaximierung aus sind und denen wir Gamer einfach scheißegal sind, dass die uns quasi ihre Form von Gewinnmaximierung und Wirtschaft einfach aufgezwungen haben. Und dass man in vielen Bereichen unglaublich viel Geld ausgeben muss, um daran teilzuhaben. Warum ist dieses Thema aktuell in aller Munde? Ja, und wieder mal war es Electronic Arts, die mit ihrem neuen Spiel Star Wars Battlefront 2 versucht haben, die Grenzen neu auszuloten, einen neuen Trend in Sachen Gamer-Abzocke gesetzt haben und die Sache quasi auf die Spitze getrieben haben. Ich will jetzt gar nicht groß auf die ganzen Zusammenhänge eingehen, um es grob zusammenzufassen. In diesem Spiel kann man halt Star Wars Helden spielen, wie Darth Vader, wie Luke Skywalker. Allerdings muss man die in Battlefront 2 freischalten. Und das ist ein unglaublich hoher Aufwand, wenn man das nur mit Quest-XP macht und sitzt viele, viele, viele Stunden dran. Und in ihren Lootboxen kann man an diese Helden einfach so kommen, indem man einfach Geld bezahlt. Im Zuge dieser ganzen Diskussion, diesem ganzen Aufschrei der Community, hat man sich dann noch weitere Unverschämtheiten geleistet, PR-mäßig gesagt, ja, wir setzen jetzt die XP für diese Helden runter, hat dann aber still und heimlich hintenrum die XP für die Quests auch runtergesetzt. Und wie immer steht EA damit an der Spitze der Dreistigkeit in Bezug auf, wie zocke ich am effizientesten die Community ab. Das Gute ist, dass diese Aktion einen riesigen Shitstorm zur Folge hatte und dass die Community jetzt endlich mal aufgestanden ist und gesagt hat, so, jetzt reicht es, wir sind damit nicht mehr einverstanden. Und genau dieses Anfangszitat von Kirak wird damit nämlich ad absurdum gestellt, weil in diesem Moment halt Pay-to-Win eine ganz andere Dimension angenommen hat. Weil es ist ja klar, wenn diese Helden in dem Spiel einfach so ein großer Vorteil sind und man muss ewig daran grinden oder man gibt Geld dafür aus und kriegt sie quasi dadurch umsonst in irgendwelchen Lootboxen, dann ist das ein massives Pay-to-Win und eine neue Dimension in Sachen Vorteil durch Mikrotransaktionen. Das Gute an der Sache ist, dass die ganze Sache dazu geführt hat, dass die Community endlich aufgestanden ist und sich gegen diese Form der Dreistigkeit wehrt. Das hat große Kreise gezogen und unter anderem auch viele Nationen und Länder dazu gebracht, sich mit dem Thema Lootboxen intensiver zu beschäftigen. Belgien hat zum Beispiel als erstes Land die Sache als Glücksspiel definiert und will jetzt ein europaweites Verbot dagegen erwirken. Es gab Länder, die gesagt haben, nein, es ist kein klassisches Glücksspiel, aber wir werden die Sache auf jeden Fall im Auge behalten. Der Definition nach, für viele Länder, ist Glücksspiel immer, ich kann damit auch Geld verdienen. Von daher passt die Definition nicht. Aber wie ich vorhin ausgeführt hatte, ist das auch so ein Definitionsbegriff, der meiner Ansicht nach gar nicht relevant ist, ob es jetzt Glücksspiel ist oder nicht. Sondern die Problematik mit dem Suchtfaktor dahinten, der besonders junge Menschen betrifft, sehe ich persönlich als wesentlich schlimmer. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, ob Lootboxen das Ende der Fahnenstange sind. Wenn man Lootboxen sagt, muss man eigentlich auch Booster Packs sagen. Ja? Weil wenn man sich mal zum Beispiel das Konzept Hearthstone anguckt, wo wir wieder bei Blizzard wären, dann ist das ja eigentlich noch wesentlich schlimmer. Ja? Während natürlich vor allen Dingen Overwatch und Heroes of the Storm die Blizzard Lootboxen eigentlich noch relativ harmlos sind und in keinem Fall als Pay-to-Win zu bezeichnen sind, ist es bei Hearthstone so, dass man, sagen wir mal, mindestens 200 Euro ausgeben muss, um bei jedem neuen Add-on alle Karten zu bekommen, die man braucht, um an der Spitze mitzuspielen im kompetitiven Bereich und wirklich Legend zu erreichen oder zumindest einen der ersten 10 Ränge. Ich habe letztens Daniel bei mir im Podcast zu Gast gehabt und der sagte, ja, ich würde gerne mal wieder mit Hearthstone anfangen. Das Problem ist nur, ich habe jetzt 2 Add-ons verpasst und ich müsste einfach zu viele Karten mir im Nachhinein besorgen. Von daher ist Hearthstone, wenn man mal ganz ehrlich und neutral ist, schon eine Form der Erpressung. Zu sagen, okay, entweder ihr kauft unsere Booster-Packs oder ihr könnt kompetitiv einfach nicht mithalten, weil euch bestimmte Karten fehlen. Auch da gab es durchaus kontroverse Meinungen dazu. Auf Twitter wurde ich mal wieder gefragt, ja, wenn du so argumentierst, dann musst du im Prinzip auch Panini-Fußballbilder verbieten und so weiter. Nein, muss man nicht, weil der große Unterschied ist, dass bei Panini-Bildern halt der Sammelgedanke im Vordergrund stand. Und nur aufgrund der Tatsache, dass du bestimmte Karten nicht hattest oder bestimmte Bilder, hattest du keinen direkten Nachteil, während du bei Hearthstone einfach bestimmte Karten brauchst, um erfolgreich spielen zu können.
Hinzu kommt, dass ein großer Reiz bei Panini zum Beispiel darin liegt, die Bilder zu sammeln und zu tauschen, was in Hearthstone nicht möglich ist, weil einfach da wieder das Zauberwort Gewinnmaximierung ist und Blizzard es einfach unmöglich macht, Karten zu tauschen. Stattdessen kann man Karten disenchanten und kriegt dafür Staub in einem katastrophalen Umtauschverhältnis, wo man dann sich Legendaries craften kann, wenigstens das. Generell ist es eine unheimlich schwierige Sache und ein unheimlich kontroverses Thema und es ist unglaublich schwer zu beantworten, wo die Zukunft des Gaming liegt. Viele Publisher haben jetzt durch diese Mikrotransaktion eine Möglichkeit gefunden, sich zu vermarkten, ihren Gewinn zu maximieren. Die Leute rasten aus und wollen natürlich die Skins oder die optischen Items haben oder in den Hearthstone Packs halt die Legendaries und so weiter. Es gibt immer noch eine Menge Spiele, die das nicht gnadenlos ausschlachten. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Mobile-Kartenspiel, Card Monsters heißt das, was ich hier vorgestellt habe. Das spiele ich momentan sehr aktiv und es macht großen Spaß. Das hat zwar auch Booster-Packs, die man auch käuflich erwerben kann, aber da wirst du einfach so mit Packs überschüttet, weil es so viele Quests gibt und du kriegst bei jedem Anlass ein Pack, dass man da eigentlich nicht das Gefühl hat, man wird erpresst, weil man auch so irgendwie, wenn man aktiv ist und viel spielt, an gute und eine Menge Karten kommt. Also sich hinzustellen und zu sagen, es geht nicht mehr anders, halte ich für eine erfolgreiche Gehirnwäsche, der wir seit sehr vielen Jahren von der Gaming-Industrie irgendwie unterworfen sind. Ja? Wir sind so dressiert, dass wenn man sowas mal kritisiert, es unglaublich viele Fanboys gibt vom jeweiligen Anbieter oder vom jeweiligen Spiel, die einen dafür flamen. Und das finde ich in der Tat eine wirklich katastrophale Entwicklung. Vor allen Dingen, wie man jetzt an EA gesehen hat, ist das Ende der Fahnenstange ja noch nicht erreicht. Auch wenn sie jetzt aufgrund des unfassbar großen Shitstorms die Mikrotransaktionen erstmal rausgenommen haben, heißt das natürlich nicht, dass sie nicht irgendwann wiederkommen werden. Und das heißt natürlich auch nicht, dass EA in zukünftigen Spielen die Sache nicht weiter auf die Spitze treiben wird. Wir als Gamer müssen uns halt irgendwann die Frage stellen, wann das Ende der Fahnenstange erreicht ist und wann wir sagen, wir machen das nicht mehr mit. Ich habe jetzt für mich entschieden, dass ich in Zukunft keine EA-Spiele mehr spielen werde. Wie lange ich das aufrechterhalte, kann ich nicht sagen. Hängt natürlich davon ab, wie das EA in den nächsten Monaten und Jahren handeln wird. EA war schon immer der König in diesem Bereich. Es hat einen Grund, dass die Spieleschmiede von Jahr zu Jahr zur unbeliebtesten Firma des Jahres gewählt wird, vor allen Dingen im Internet. Ich werde auch im nächsten Jahr kein FIFA mehr spielen, weil Ultimate Team ja im Prinzip auch nichts anderes ist. Es geht nur noch darum, den Spielern das Geld aus der Tasche zu ziehen über Mikrotransaktionen. Und das ist auch die einzige Chance, die wir haben, einfach zu sagen, nein, wir kaufen die Spiele nicht mehr und wir machen das nicht mehr mit. Wenn ich mir angucke, dass, obwohl die Kritiken so krass sind und obwohl zum Beispiel bei Amazon die Rezensionen für das Spiel im Keller sind, hört man trotzdem, dass sich das Spiel unglaublich gut verkauft hat. Was sendet man damit für ein Signal an Electronic Arts? Man sendet das Signal, mit der Community können wir alles machen. Und das halte ich in der Tat für ein großes Problem. Das heißt, man muss bei sich selber anfangen, und das tue ich. Ich spiele keine EA-Spiele mehr und denke auch ehrlich gesagt immer mehr darüber nach, auch mit Hearthstone komplett aufzuhören. Weil was wir gelernt haben, wenn man bei einem Addon nicht mehr dabei ist, dann lohnt es sich auch, für zukünftige Addons nicht mehr reinzuschauen. Von daher muss sich jeder selber diese Frage stellen. Ich bin gespannt, was ihr dazu meint in den Comments. Ich weiß, dass es da sehr viele andere Meinungen gibt, die auch teilweise sehr kontrovers sind. Von daher bin ich gespannt, was ihr da so erzählt in den Comments. Ich bin euer Stevenio und danke euch, dass ihr heute hier reingeschaut habt und bin gespannt auf eure Meinung zu diesem Thema und freue mich auf die Diskussion in den Comments. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.